Total recht herzlich an alle Kunden, die daran gedacht haben. Dankeschön, ich mache es online, weil wir in einer Welt leben im Jahre 2019 online. Und warum bedanke ich mich? Ich bedanke mich erstens, dass man mir diese DVD geschenkt hat, denn ich bin geboren am 19.06.1959, zwar in Australien und in meinem sechsten Monat lebe ich hier in Deutschland. Ich weiß das jetzt alles, weil meine besten Freunde, weil meine Familie jetzt halt komplett verstorben. Am 3.6.2019 ist mein Onkel mit 91 verstorben und davor halt alle anderen. Ich möchte mich trotzdem bedanken am 19.06.1959, auch an den jungen Mann, der da so sporadisch sagte, Selbstmord, 19.06.2019. Was meinte er plötzlich damit? Er hat mich aufgeklärt, die 5 geht, die 6 erscheint. Die 6 und die 0 bedeutet, dass man bei einer Bank kaum noch Kredit bekommt. Hat er recht. Also, wenn 59 Jahre gehen in einem Leben und die 60 erscheint und mit 66 dann das Lied auch erhält oder keine Ahnung, kommt da mit 66 Jahren, bla bla bla. So, wichtig ist, die 5 geht, hat er recht, ist wie Selbstmord. Die 5 macht Selbstmord, die 6 erscheint. Gut, ich habe mich natürlich total erschrocken, wie er vom Selbstmord sprach. Okay, der 19.06.2019 ist dennoch für mich persönlich ein Jahr mit ganz vielen Fragezeichen, weil im Jahr 2018 vieles passiert ist. So, aber egal. Jetzt sind wir geboren am 19.06.1959. Was war denn da alles los? Laut dieser DVD, die mir durch einen sehr guten Freund geschenkt wurde, also 1,243,922 Millionen Geburten. Also 1,2 Millionen Menschen. Oder sagen wir aufgerundet, 1,3 Millionen Menschen sind geboren worden 1959. Die Milch, 1 Liter Milch kam 44 Pfennig. Ein Brot kam 84 Pfennig und 1 Kilo Butter kam 7,20 Mark. Butter war also super teuer damals. Ein Bier kam 1,18 Mark. Und 1 Kilo Zucker kam 1,38 Mark. Das mal dazu. So, ich will jetzt nicht so lange aushalten. Ich möchte mich bedanken, dass ich das bekommen habe. Und dass also 1959 dieser Film der Top-One-Film war. So, die Firma TV sowieso macht damit Geld. Das ist eine gute Idee. Jemand hat also Geld ausgegeben der Firma TV Spielfilm, die dann seit 1950 bis 2000 diese Sachen auf den Markt, und jemand hat sich gedacht, mir als Filmautor und halt seit 1979, da komme ich jetzt zu, also geboren am 19.06.1959, die Firma wurde eröffnet am 19.06.1979. So, 1979 wäre dann der beste Film gewesen, muss man eben suchen hier, ist alles nicht so einfach. 1979, Apokalypse Now, Apokalypse Now, Redux, so, passt alles. Also, am 19.06.1979, Apokalypse Now. Am 19.06.1959, manche mögen es heiß, passt alles, passt wirklich alles, mein Leben war heiß, wird noch heißer, und ich bin jetzt sozusagen in Apokalypse und versuche
aus gewissen Sachen herauszukommen, weil einige der Meinung waren, einen zu schaden. Das ist normal, man wird geboren, da freut sich alle, ne? Kennt ihr? So, wenn ihr dann gestorben seid, oh, so früh, ne? Aber zwischendurch, also von der Geburt bis zum Tod, wurdet ihr nur geärgert, verärgert, verarscht oder sonst wie übelst mitgespielt. Sollte man nicht vergessen. Also derjenige welche, der nur Glück hatte, wie Hans im Glück, also ich würde sagen, manches Leben ist wie beim Strubbel Peter. So, ich kann so weit ausholen, weil wir hatten ja noch Märchen. So. Im Jahre 59 aufwärts war Dörbridge der Hit im Fernsehen. Wie gesagt, ein Groschenroman, sagte das Wort, 30 Pfennig für einen Groschenroman. Ja, der wäre heute im Jahre 2019 richtig sündhaft teuer. So, 1959 war ein Jahrgang von 1,2 Millionen Menschen, die da jetzt bis im Jahre 2019 somit alle 60 Jahre alt und so weiter. So, das ist nichts Besonderes. Ich bin nichts Besonderes. Da ich aber sowas gemacht habe, ich habe ja YouTube gemacht, ich habe seit 1989 bedingt durch 1979 Firma halt auch am WWW-Projekt dran teilgenommen. 1995 mit der Cebit habe ich auch versucht, dieses World Wide Web als User und wie die alle geheißen haben, nach vorne zu bringen. Und was habe ich noch versucht? Ja, mit 1999 Siegeszug auch da irgendwas zu machen. So, ich war jetzt 40 Jahre erfolgreich. Von 1979, 19.06.1979 bis zum 19.06.2019 war ich absolut erfolgreich. Der junge Mann, der da diesen Sputnik da gemacht, also Selbstmord 19.06.2019, hat recht. Mit 60 merke ich, kommt jetzt die Veränderung. Also ich werde jetzt 9 lange Jahre bis zum 70 viel durchmachen, sehr viel durchmachen. Ob mir die Achterbahn mit so vielen Loopings Spaß machen wird, weiß ich nicht. Ich muss jetzt wirklich sehr vieles verabschieden, auch mein Spaß, meine Freude, die ich hatte, weil das ist vorbei. Mit 60 ist das nicht mehr so einfach. Ich sehe es ja anhand der Kunden hier, die ab 60, 70, 80, also ab über 60 hier doch analog mir sehr viel erzählt haben und auch sehr viel Pech hatten. So, über 60, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich total und recht, dass ihr bei Facebook, bei Instagram und auch bei YouTube mir gratuliert habt. Ich meine, so richtig genau kennen wir uns nicht. Wir haben uns auch nicht so genau kennengelernt. Die wenigen, mit denen ich hier zu tun hatte, da bedanke ich mich nochmal total und recht herzlich, dass sie hier waren. Ich hatte gestern noch ein nettes Gespräch mit jemandem, der halt auch daherkommt. Ich sage nur Theater Courage. Ich sage Anne, danke. Ich sage Prashant, danke. Mein allerbesten Freund, danke, der jetzt 50 Jahre alt geworden ist. Er hat seine 4 sozusagen verabschiedet. Mit 50 kommt man so ein bisschen in die Krise, kann ich mitreden, weil ich ja 9 Jahre in dieser Krise war. So, mit 60 bin ich jetzt aus dieser Krise raus und habe einen neuen Freund mit Kapuze und Sense. So, das ist mein neuer Freund, Kapuze mit Sense. Keine Ahnung, wann er mich abholt, weiß ich nicht, aber recht haben alle. Auch der junge Mann da gestorben am 19.06.2019 durch Selbstmord. Ja, die 5 hat jetzt Selbstmord begangen. Sie hat jetzt 9 Jahre einen begleitet und die 5 ist weg. Also die wilden 50er Jahre, also die wilden 50 Jahre. Wenn man 50 wird, verändert man sich oder man wird verändert. So, mit 60 klopfen schon einige an, haben wir erst keine Lust zu gehen. Ja, ich hatte gestern ein unheimlich nettes Gespräch hier. Ich habe jetzt sehr viele Verrentungen. Jetzt kommen sehr viele Verrentungen, die dann sehr freundlich daherkommen und sich freuen, dass sie verrentet wurden. Also ich fand es toll. Also ist eine tolle Geschichte. Ich verabschiede jetzt die 59. Ich verabschiede jetzt das Jahr 59, wo ich geboren wurde. Trete jetzt in das Jahr 1960 sozusagen. Ich bin jetzt 60 Jahre. Und ich habe mich auf diese Art und Weise bei euch bedankt. Dankeschön, dass ihr da wart. Dankeschön, dass ihr mich begleitet habt. Auch
Danke, dass ich alle Menschen mal erleben durfte. Danke, dass ich einige Menschen erlebt habe. Ich habe mich natürlich sehr darüber gefreut, dass einige analog vorbeigekommen waren, denn das ist heute ja nicht mehr der Fall. Heute macht man ja alles digital. So, ich bedanke mich digital. 1979 analog-digitale Wandlung. Ich feiere jetzt heute 40 Jahre Firma und ich feiere heute 60 Jahre meines Lebens. So, was mit 61 ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es jetzt eine böse Zeit auf mich zukommt. Ich werde jetzt 9 schlimme Jahre erleben und ich hoffe, dass ich 70 werde und ich hoffe, dass ich in 10 Jahren nochmal so ein Video machen kann. Weil ist halt so. Ich habe natürlich sehr viele Merkwürdige kennengelernt und ich habe auch sehr viel Merkwürdiges kennengelernt und ich habe auch sehr viele Wesenveränderungen kennengelernt. Also einige haben sich in ihrem Wesen in diesen 9 Jahren verändert. So, und damit muss ich jetzt klarkommen. Ich muss mich jetzt ab heute am 19.06. von sehr vielen verabschieden, von verdammt vielen verabschieden, und ich muss mich auch von den 9 Jahren verabschieden in den 50. Ihr versteht, was ich meine. Das ist alles sinnbildlich. Aber ich möchte mich auf eine Art aber wieder bedanken, weil es geht jetzt zu Ende. So. Und ab dem 20. ist ja Feiertag, beginnt eine neue Zeit. So, ab 20.06. mit Feiertag Froh Leichnam beginnt auch bei mir 9 lange Jahre. Und ich muss zusehen, dass die gut werden. In dem Sinne, also Dankeschön, dass ihr mal in meinem Leben vorbeigekommen seid. Dankeschön, dass ihr digital mal auf meiner Seite wart. Ich mag also diese komischen Trolle und ich mag auch diese, die nett und lieb und was weiß ich nicht alle waren. Denn ich weiß, dass echte Freunde meine besten Feinde sind, weil die alles von mir wissen. Und ich begrüße alle meine Feinde, die Freunde werden wollen, weil sie unbedingt alles von mir wissen wollen. So, ich verabschiede mich. Ich war 59 Jahre alt. Ich bin jetzt 60 Jahre alt. Und ich weiß wirklich nicht, ob ich 70 Jahre alt werde. Das mal dazu. Das Leben ist ein Roulette. Leben und Tod. Jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde 50-50%. Vergesst das nicht. Und an alle, die 1959 geboren wurden, vor allen Dingen am 19.06. Ich hatte in meinem Leben sehr, sehr viele, die am 19.06.1959 geboren waren. Und wir hatten sehr, sehr viele analoge, schöne Zeiten. Aber auch die sind leider alle verstorben. So, macht's gut, meine lieben Freunde. Dankeschön. Wir erleben uns sicherlich irgendwann mal wieder.